David Beckham, Michael Jordan, Antoine Griezmann, Mesut Özil, Shaquille O'Neal, Stephen Curry. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Sehr wahrscheinlich schon, weil es investieren so viele Sportler und Celebrities in... Ah, der Drake. Es investieren so viele Sportler und Celebrities inzwischen in E-Sports, da kommt man gar nicht mehr nach. Das ist im Fall auch wichtig. Wieso? Über das reden wir heute. E-Sports ist und bleibt ein unglaublich faszinierendes Themengebiet. Inzwischen nicht nur für E-Sportler und Gamer selber, sondern für ganz viele andere Leute auch. Allen voran Sportler. Obwohl, vielleicht sind sie einfach mega gut versteckte Nerds und zeigen es einfach nicht gut. Hey, I don't judge. Fast täglich kommt wieder eine News rein von irgendeinem anderen Topstar, der sich jetzt neu im E-Sports betätigt. Und wie sie das machen, das hat ganz viele verschiedene Seiten. Also gibt es solche, die vor allem investieren und sich sonst ein bisschen im Hintergrund behalten, solche, die eigene Teams gründen und solche, die sonst irgendwo mit dabei sind. Da haben wir zum Beispiel die unglaubliche Basketball-Legende, also Legende schlechthin Michael Jordan, die auch schon in E-Sports investiert hat, nämlich in die Firma Axiomatic. Das sagt jetzt nicht. Aha, aber das ist vielleicht, weil die auch nicht so bekannt sind, sondern du kennst sehr wahrscheinlich eh noch Team Liquid, was doch die Gesellschaft ist von Axiomatic. Und Team Liquid, das kennen wir doch, oder? Sicher. Ja, Basketballspieler im Allgemeinen sind eigentlich ganz gut mit dabei. Allen voran Rick Fox, den kennen wir ja, der hat vor ein paar Jahren gut mitgemischt mit seinem Team Echo Fox. In verschiedenen Disziplinen auch, zum Beispiel in League of Legends und auch in Fighting Games. Dort ist dann natürlich auch auf der Hand gelegen, dass man sich mit Sonic Fox zusammenspannt, Fighting Game, Protégé schlechthin. Und ja, Sonic Fox, Echo Fox, hat passt. Grund dafür, dass er überhaupt in E-Sports investiert hat, hat Rick Fox mal erzählt, ist sein Sohn, weil der natürlich wie viele in seiner Altersklasse sich für E-Sports und Gaming interessiert hat. Sie sind zusammen an einem E-Sports-Event und er hat einfach gesehen, wie die Passion dort ist und das eigentlich gleich ist wie beim traditionellen Sport. Da hätte er einfach müssen einsteigen. They're actually giving college scholarships for video, for video gaming. You're kidding. And it's even gone to the point that now the government has acknowledged video professional video gamers as athletes. Why? And how could that be? And they've been given. I mean, I'm not telling you. Now when we talk about look, first and foremost, I care about my son and his passion, what and he's, they have skilled he is felt. He is. Look, we can. I'm not here to debate the level at which they fit and slot in between basketball players. They are digital athletes. They're professional digital athletes. Dass Sportler gerade ein eigenes Team gründen im E-Sports, gehört aber noch lange nicht zu der Tagesordnung. Viele beschränken sich halt darauf, mit Investments und mit Publicity die ganze Szene ein bisschen zu fördern. Hast du zum Beispiel gewusst, dass Stephen Curry, jetzt einer der ganz grossen Basketballspieler, dicke bei TSM mit dabei ist? Nicht nur mit einem Sack, gell? Und der Drake natürlich bei 100 Thieves, die haben ja eine ganz grosse Marketingkampagne gemacht. Dort ist dann halt wirklich auch nicht viel mit Started from the Bottom, weil 100 Thieves sind schon recht gross, auch ohne Drake. Aber mit Drake ist noch ein bisschen mehr nach oben. Ja, jetzt haben wir vor allem viele amerikanische Namen genannt, aber wir müssen gar nicht nur auf die grosse Insel im Westen schauen, sondern auch bei uns geht es langsam richtig los mit Sportler turned E-Sportler. Also, da haben wir zum Beispiel den Mesut Özil, der streamt immer wieder gerne mal eine Runde Fortnite. Der hat sein eigenes E-Sports-Team. Oder dann auch der David Beckham, der Vorzeige Englisch-Fußballer schlechthin. Der ist mit 31 Millionen bei Guild E-Sports eingestiegen und ist dort Miteigentümer. Das Coole finde ich dort bei Guild E-Sports wirklich, dass sie nicht einfach irgendwelche grossen Namen genommen haben, um die Marke weiter nach Hause zu tragen, sondern dass ihr Ziel ist, einen Academy-Prozess aufzubauen und die ein bisschen kleineren, aber talentierten Spieler zu fördern und dann zu grossen Spielern zu machen. Die sind dann auch nicht nur in FIFA aktiv, was man vielen traditionellen Sportlern und Sportclubs vorwirft, sondern zum Beispiel auch in Rocket League oder anderen Games. Also das baut sich alles langsam richtig harmonisch auf. Und das ist das, was die Sportler turned E-Sportler der ganzen Sache auch mitbringen können. Sie wissen, wie Sportbusiness funktioniert und das ist ziemlich ähnlich wie das E-Sports-Business, da schlägt keine Kuh weg. Sie wissen, wie man Talent fördert, die haben hier viel Erfahrung drin und außerdem geben sie dem Ganzen nach außen noch einen professionelleren Anstrich
und tragen diese E-Sports-Message eben auch in Mainstream rein. Kommt, Leute, erfahrt, was E-Sports ist. Und trotzdem gibt es noch Leute, die der ganzen Sache natürlich auch ein bisschen kritisch gegenüber sind, weil die Leute sind nicht aus dem Gaming-Business, das sind keine E-Sportler. Aber meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig, dass man dort auch so Namensträger hat für die ganze Szene, wo das auch salonfähig macht. Wie stehst du zu dieser ganzen Sache? Findest du es eher blöd, dass jetzt die Leute hier einsteigen, oder findest du auch, dass das dieser ganzen Szene auch helfen kann? Würde mich interessieren, schreib es doch in den Kommentar. Aber wenn du schon dort bist, oder kann ein Like auf dem Video da, wenn du es toll findest, oder ein Dislike, wenn du es sehr schlecht findest. Either way, ein Abo wäre auch cool. Und wer denkst du, wer war vielleicht ein cooler Promi in der Schweiz, um hier einsteigen in die ganze Sache? Roger Federer investiert in Scythe of Seraph. Wenn? Hey, Roger, call me. Machen etwas. E-Sports, cool. Und schlussendlich profitieren E-Sportler halt auch sehr von diesem Investment. Das ganze E-Sports wäre nicht dort, wo er heute wäre, wenn die nicht ein Portemonnaie aufgemacht hätten. Zum Beispiel letztes Jahr hat Mike Tyson einem kleineren, bei uns nicht so bekannten E-Sports-Team so viel Geld gegeben, dass sie eine Team-Facility bauen konnten. Und ohne ihn wäre das sehr wahrscheinlich nicht gegangen, oder wenn, dann nur recht zäh. Und das Bewusstsein, dass E-Sports etwas Grösseres ist und nicht nur einfach nur ein Flug oder etwas, das bald wieder vorbei ist, ein Hype, das ist bei diesen Leuten eben angekommen. Wie der Alex Rodriguez, ein amerikanischer Baseballspieler, schon mal in einem Interview gesagt hat, it's happening. And it's going to be a monster.